Was geht, Leute? Mein Name ist Iron Fox und willkommen zur dritten Folge von Now the Lost Eye. Letztes Mal hatten wir einen Bogen und einen Boomerang hergestellt, was so schon eine richtig geile Kampfmechanik bietet. Und ich bin gespannt, wie das Level noch weitergeht, ob da noch irgendwelche spannende Adventure und vor allem Rätsel noch dazukommen. Es fehlt nämlich bisher. Ach, wir gehen doch kurz los. Bis gleich. Willkommen zurück. Now Folge 3. Ein bisschen her. Kann mal durchchecken, wie das geht. Ich hab grad einen Blackout. Boomerang. Klar. Aha. Funktioniert. Wie ging das? Aha, Bogen. Ah. Stimmt. Hey. Funktioniert auch. Okay. Okay. Gut, funktioniert. Ich muss nur einfach mal wieder reinkommen. Diese Dingens da sind ja richtig. Ah, genau, greifen. Boah, das wird wieder was. Da irgendwie wieder in das Spielgeschehen zurückzukommen. Ah, und dann verliert man das Zeug auch immer so. Ich muss es doch einfach ganz normal festhalten. Ich habe so den Drang gerade gehabt, es mit den Tasten festzuhalten. Anstatt es einfach wie gewohnt festzuhalten. Doch, damit komme ich irgendwie gut klar. Ich glaube, hätte ich jetzt keine Index-Controller, wäre das echt ein bisschen schwer. Oder es. Weil dann hätte ich ja nichts, dann, um die Hand frei zu machen. Aha, Schutzschild. Okay. Musik kommt auch wieder, keine Ahnung warum. Oh Gott, haben die mich erschrocken. Keine Ahnung, warum jetzt Gegner kommen. Das ist geil. Das geht so richtig flüssig autonom. Als wüsste er ganz genau, wo ich hinwerfen möchte. Aber ich glaube, das geht, weil ich ja mit meinen Blicken kämpfe. Dort, wo ich hinschaue. Gut, ist jetzt kein Eye-Tracking. Yes! Immer in Bewegung bleiben. Beruhig dich. Also manchmal funktioniert es nicht immer. Aber es geht wieder so heftig in die Arme. So, das war's jetzt aber mal. Noch war es keine große Herausforderung. Das ist nur Kulisse. Oder so. Musik kommt weiterhin. Keine Ahnung warum. Oh, das sind die Bomben. Geil, kann ich mitnehmen. Oh, schon wieder.
Probier mal das doch gleich mal aus. Oh. Komm. Wow. Vielleicht auch so ein leichter Stoß. Oh, da hinten ist noch einer. Ja. Ich muss, glaube ich, echt alle Gegner besiegen. Immer schön auf die Beine. So. Aber jetzt sind die doch. Oh, meinen Bogen wollte ich nicht. Nein. Verflixt nochmal. Nee, das geht nicht. Aber ich hör's doch. Da ist irgendwas drin. Wo ist mein Stab? Wie geht's zum Inventar? Da ist mein Inventar. Und da ist mein Stab. Zack. Der Stab ist halt doch noch was zu gebrauchen. Wasserblasen. Buck. Ja, ich denke mal, wenn man das öfter spielt, dann kommt man auch mit der Steuerung besser klar. Hört sich nicht so komisch an. Gut, das geht auch. So, wir haben hier ein Lichtorb. Dann müssen wir wahrscheinlich die Farbe wechseln. So wie es aussieht. Hier in Gelb. Okay. Yelp. Muss ich. Ah, okay. Gelb. Und am Rad drehen. Geben Sie mir den Gelben zurück. Danke. Und los geht's. Dann geht's wahrscheinlich jetzt endlich mal weiter. Genug Zeit verschwendet hier. Wow. Diese Vibration am Rücken. Feier ich. Was ist das? Oh, ist das ein Container? Aber hab ich schon. Keine Ahnung. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob man das... Hallo? 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 Oh Gott. Kommst du ein bisschen zu nah? Ah, dafür, für enge Räume, ist der Dude nicht gedacht. Was geht? Wahrscheinlich hätte ich den auch im Nahkampf nutzen können. Oder meinen allseits bewährten Rentnerstock, den wir jetzt nehmen. So, Füße weg. Du bleibst auf dem Boden der Tatsache. Bang, bang. So, du gehst jetzt erstmal schlafen. Platz machen für den König. Ein Apfel, den man nicht essen kann, aber speichern.
Oh, das nenne ich Rückenmassage. Rein geht's. Oh. Nichts. Müssen wir nach unten oder nach oben? Wir gehen mal nach oben. Weil ich habe keinen Bock, wenn ich runterlaufe und dann wieder nach unten muss. Den ganzen Weg wieder hochlaufen. Was ist? Na, Rätsel? Endlich ein Rätsel. Okay. Das Ding muss da durchgeschossen werden. Easy. Okay, kann man drehen. So. Hey, so schnell kann ich nicht. Ah doch. Jetzt müssen wir das ein bisschen. Ja. Ein bisschen drehen nochmal. Ah, in VR ist Augenmaß sehr wichtig. Genaues Augenmaß, besser gesagt. So, aber jetzt. Das könnte passen. Ja. Ba-bam! Boah! What? Nein, ich wollte nichts kaputt machen! Sorry! Dann geht's halt wieder runter. Gucken wir uns unser Chaos an, das wir angestellt haben. Oh komm! Lieschen, das hat doch jetzt nicht wehgetan. Oh, wir gehen. Da können wir noch weiter runter. Bevor es da weitergeht, können sie hier runterhangeln, bevor sie wieder heult. Oh. Was? Oh, man kann das als Schild nutzen. Das ist ja mal geil. Geil, das will ich. Ja, Mann. Dachte schon, ich hätte wieder meinen Stab verloren. Wie einst. Mann, war das ein Gehässel, sag ich euch. Alles kaputt kloppen für die tollen Crystals. Und dann kann man, glaube ich, hier noch hin. Ob man da so springen muss? Ach. Ich brauche keine Energie. Energie ist was für Weicheier. Geht da ohnehin. So. Komm her. Ja, mit den Holstern, das ist halt echt so eine Sache. Ja gut, du musst halt auch richtig nahe. Ist da noch irgendwas? Oh Gott! Ja, Mann. Ich hoffe, da wird's auch sowas wie Schwerter geben. Das wäre halt nice. Nee, das kann man nicht nehmen. Falsche Hand. Aha, schlecht, ne? Aber mehr ist hier nicht. Was ist das? Das werden wir uns gleich wahrscheinlich anschauen. Ja, das ist ein... Oh. Ich wusste, du versteckst dich da. So, aber jetzt. Und da ist wahrscheinlich der nächste. Haha.
So, sammeln. Bücher, Vase. Irgend so ein Ding, was ich immer noch nicht herausgefunden habe, was es ist. Oder ich habe es wieder vergessen. Eins von beiden. Ja, das Spiel ist nichts für Hektiker. Oh. Schon wieder diese Dinger. Wir haben die doch. Ich will wissen, für was die sind. Hoppala, wo bin ich denn? Kann man die irgendwo... Nee. Ist für... Nein, auch nicht. Das wurde wahrscheinlich nicht richtig erklärt. Ich nehm's mal mit, ich... Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Die Hand muss da rein. Sie müssen das Türschloss aufbrechen. Und mit dieser Maschine können Sie Ihren Arm aufladen und die Maschine mit dieser Energie aktivieren. Okay, und was ist das? Das ist nichts. Okay. Wow. Okay. Strange. Er hat mir jetzt was gebracht? Ich weiß es nicht. Wird schon noch kommen. Da ist einer drin. Ich weiß es. Komm raus. Okay. Nichts. 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 Okay. Ich glaub, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt habe ich so dieses Zelda-Feeling, von dem ich geredet habe. Aber erstmal safen wir. Rückenmassage to go. Eine Kiste mit... Warte, müssen vielleicht diese Dinger jetzt da, nein? Nein? Kann man zumachen? Nö. Keine Ahnung. Da ist so ein Rätseldingens. Da geht's runter. Die Musik ist schon mal gut. Immer schön, wenn Musik kommt. Finde ich immer so beklemmend, wenn es so ruhig ist. Das muss doch mal erklärt werden, was dieses Plus-Dingens ist. Oh Gott. Jetzt down? Ah, okay. Na, bewusstlos. Da geht's runter. Da gehen wir nicht rein. Oh, Vorsicht. Vorsicht ist geboten. Ich glaube, mehr ist da nicht. Gucken wir mal. Nee. Die Musik ist echt toll. Indem Sie die Energie in Ihrem Arm auf die Maschine übertragen, können Sie die Maschine zum Laufen bringen. Okay, dann tun wir das gerade mal. Wow. Okay, crazy. So, und jetzt muss ich das ja irgendwie umlenken wahrscheinlich. Mein das. Fliegt es da genau ins Löchle? Yes. Nur ins Falsche. Das muss da nein. Die Frage ist. Kann ich mit dem Bogen
das Umlenken. Gucken wir mal. Wenn man nah dran, muss ich mir nicht so die Peinlichkeit ablösen. Oder kann ich hier drehen? Nein. Oder doch? Nee. Noch nicht. Okay, gucken wir mal. Ah, das war daneben. Ah, immer noch daneben. Nee, geht nicht. Ah, wieder auf den Boden gefallen. Immer noch am Boden gefallen. Immer noch am Boden gefallen. Immer noch. Zermol. Ich krieg's nicht mehr hin. Hallo? Schulter! Es muss doch irgendwie hingehen. Irgendwas mache ich falsch. Das ging doch vorhin. Hallo. Dieses Schild hat nichts am Rücken zu suchen. Aber das muss doch mal einer sagen, dass der Slot belegt ist und deswegen es nicht geht. Oder? Oder? Oh, geh weg jetzt. Warum? Aber das ging ja auch. Ja, das geht. Das macht mich wahnsinnig. Okay, das macht mich echt wahnsinnig, aber wir müssen weitermachen. Das ist echt ein fettes Minuspunkt. Wenn man so ein Holzsystem macht, dann sollte das auch funktionieren. Das kann ja nicht an mir liegen. Da geht gar nichts auf der Schulter. Nee. Ah, das nervt mich jetzt. Okay, was machen wir? Irgendwie muss ich hier... Ah, gefühlt eine Ewigkeit. Habe ich die Rätsellösung gefunden. Schultern sind die Antwort. Schultern. Schultern. Nicht rücken! Aber der Bogen hängt doch nicht hier! Geh weg da jetzt! Ah, weiter! Viel zu lange habe ich mich jetzt drauf aufhalten lassen. Wie geht's jetzt hier weiter? Das ballert da rum. Wir müssen dieses Dingens da... Ach so! Klettern! Also, kein Bug. Letztendlich war es doch ein Fehler von mir, aber mein Gott. Etwas, also eine lange Waffe oder ein langer Bogen, der kommt auf den Rücken und nicht auf die Schulter. Vielleicht hat man es einfach sich gedacht, um es den Nutzer einfach zu machen, machen wir Schulter direkt und nicht einfach nach hinten greifen. Ich hätte gedacht, so eine Alex-Mechanik, quasi Munition in den Rücken fallen lassen. Falsch gedacht. Dabei bei Skyrim, die Mage-VR-Mod, um quasi Rücken als Holzverbindung, da funktioniert es auch, im Rücken
seine Waffen zu nehmen. Oh, Skyrim könnte ich auch mal wieder spielen. Wird gemacht. Gut, also. Da lang, my friend. Und sind wir richtig? Nein. Weil er so genau ballern muss. Ja, yeah, perfekt. Na, fast. Boah, Millimeter genau muss es sein. Ist das nervig. Hätte es so eine Einrastfunktion, hätte das auch getan. Warte mal, ist doch richtig? Oh. Nee, kann nicht gehen. Weil die Platte noch nicht richtig gedreht worden ist. Laufen, 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 laufen. Ja, das war auch mir bei der... Ich glaube, schon in der ersten Folge bekannt. Na, da spätestens in der zweiten Folge war es mir bekannt, dass dieses Spiel aus Laufen besteht. Laufen, laufen, laufen. Und noch mehr laufen. Wenn du nicht genug laufen hast, laufst halt nochmal. Ein bisschen... Ah, oh, das ist wieder... Das muss jetzt ganz genau da rein. Vielleicht habe ich Glück. Nee, geht minimal daneben. Immer noch. Aber jetzt. Nee. Ah, der geht, der. Wenn der erste nicht, dann der zweite. Perfekt. Hat geklappt. Wo geht es jetzt, Nahlung? Da, kommt's. Bisschen verspätet, aber kommt. Jetzt möchte ich aber mal das Tor öffnen hier. Drehen wir am Rad. Keine Ahnung, was ich da drehe. Aber drehen ist wichtig. Aha. Rein geht's. Fuck. Keine Chance gegen mich. Was zu sehen? Mein Schild genommen. Schon wieder ein Pluszeichen. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Pluszeichen anfangen soll. Es ist das Gleiche. So ein kleiner Hinweis wäre nicht schlecht gewesen. Mensch, Rabe. Nimm mal trotzdem mit. Will nicht. Pech. Doch, der Bumerang gefällt mir eigentlich echt sehr gut, muss ich schon sagen. Den behalten wir auch, wenn wir noch upgraden können. Ein Schwert wäre jetzt noch nice. Richtig geiles Deluxe-Schwert. Nicht aus Holz. Boah. Den einen habe ich gleich gekillt. Ja, wenn man einmal weiß, dass es am Schulter ist und nicht am Rücken, dann geht das schon. Dann geht alles viel schneller. Ach, ich verzichte auf ein Schild. Nehme ich mal aus Versehen mit und der nimmt dann auch einen Platz weg. Upgraden. Das da wäre noch interessant. Und dann Fragezeichen. Ich will das Fragezeichen wissen. Ich will wissen, was das ist. Wir haben eh keine... Wie viel? 80 für dieses Dingens da. Was? Eine Bombe? Was soll ich damit? Alle vom Waffenhersteller erstellten Waffen haben eine Gesundheitsang. Sie können Waffen verlieren, wenn sie... Sie verwenden die blaue Linie, um die Waffe zeigt, dass... Erfahren, wenn die blaue Linie zerstört, die Waffe sich von selbst. Okay. Flieg.
Hat nicht funktioniert. Oh, das ist rot. Wie viel haben wir denn noch? Hätten wir jetzt nicht so verschwenderisch machen sollen. Kann ich vielleicht diese Dinger jetzt mal verwenden? Es kann rein, aber verwenden kann ich es nicht. Kann sein, dass ich es verliere. Aber gut, so ist es halt. Gut, dann gehen wir mit der Gondel runter. Ist hier noch was? Wie springt man nochmal? Oh. Is this the end? My only friend, the end? Das kann ich nicht. Hängt man hier jetzt fest oder was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Fortbewegung, Snap Turn. Glatt sofort. Ja, dann hopp. Spring doch rüber jetzt. Okay. Ist das dumm? Dass es nicht so eine Hybrid, also Funktion gibt, dass wir beides teleportieren und laufen. Ah, Mensch, 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 Leute. Das muss doch reibungslos funktionieren. Das heißt, man doch im Vorfeld. Geht's jetzt eigentlich hin? Oh, geht's runter? Geht's jetzt tatsächlich runter? Immer noch Wolkengebiet. Ganz viele kleine Minions. Öffne das Tor. Hallo. Ich bin König Salazar. Oh, falsches Spiel. Seid ihr mir wohlgesonnen? Ich hoffe doch. Sonst muss ich euch alle umhauen. Na, Kleiner. Na, bu, 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 bu. Süße Kleine. Der hat ja gar keine Angst. Oh, das ist meins. Das kriegst du nicht. Scheiße. Oh, jetzt. Dieser Bogen. Dieser Bogen. Würde mich heute echt ärgern. Hör auf! Ja, wir sind jetzt hier unten. Das mit dem Bogen, das nervt mich total. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt leider die Folge beenden. Oder demnächst. Gucken nochmal. Warum geht das jetzt zu? Also irgendwas, da ist doch irgendwo der Wurm drin. Kann doch nicht sein, ey. Gibt's doch nicht. Nervt mich alles hier. Ein Drecksbogen hier. Im Stab funktioniert's, im Bogen nicht. Was für eine Logik. Kann man das Tor aufmachen? Nee. Folgst du mir etwa? Ja, komm halt mit. Tu dir keinen Zwang an. Noch kurz safen. Boah, und das erwartet uns dann wahrscheinlich dann nächstes Mal. Letztes Mal Rücken. Du folgst mir jetzt echt? Haben wir einen neuen Freund gefunden. Letztes Mal Rückenmassage. Und da, wenn wir reingehen, bloß nicht fallen. Gut, ab zur Atmung. Now, The Lost Eye. Gefällt mir echt gut und es wird jetzt auch langsam echt ein bisschen spannend. Zumindest von der designtechnischen Seite. Ich glaube, da erwartet uns noch einiges. Aber auch Bugs. Ich weiß, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es nur an mir liegt. Das hat irgendwie, das mit dem Bogen, da muss ich noch irgendwie einen Workaround finden. Denn auf Dauer, das macht mich rasend. Mal gucken, ob nächstes Mal unser kleiner Freund mitläuft. Ich hoffe, ihr seid dabei. Beim nächsten Mal, euer Nil Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.